Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuerwerksimulator. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge haben wir die Tankstelle aber sowas von weggesprengt und zwar mit dem größten Böller der Welt. Am heutigen Tag haben wir eine weitere Mission und zwar hattet ihr gefordert, dass wir doch die ganzen Autos und LKWs mal ein wenig wegsprengen und zwar mit so viel Feuerkraft wie nötig. Ich habe, glaube ich, auch gesehen, dass iCrymax, der hatte da auch einmal ein so ein Auto weggefeuert. Aber wir wollen hier wirklich mal den Testwagen und alle Autos, die es auf dieser Map gibt, ja, mit den unterschiedlichsten Raketen, Böllern, whatever, wegsprengen. So, was machen wir als erstes? Du? Nee. Wir fangen hier hinten mal an. Hier, so ein schöner Laster. Komm mal mit. Hier vorne. Damit er auch schön in Sicherheit ist. Wir werden den hier auch mal kurz vor der Tankstelle rennen. So, du kommst mal dahin. So. Du kommst mal hier und wir können ihn auch einfrieren. Zack. Ja, perfekt. Dann würde ich doch mal sagen, wir fangen leicht an. 2021, Leute. So, der Junge, der LKW bekommt jetzt 2021 von mir. Das sollte reichen, oder? Ein kleiner, netter Anfang zum Warmwerden. Weg. Hallo, Mr. LKW. Oh ja. Oh. Na, ein bisschen enttäuschend. Also, ich dachte, da geht echt mehr. Alter! LKW? Junge, ich glaube, hier ist noch so eine Tür. Sag mal, wo ist denn der LKW hin? Hä? Oh, hier ist ein Reifen. Alter, hier ist auch noch ein Reifen. Was ist denn mit dem passiert? Also am Anfang dachte ich, war das ein bisschen enttäuschend. Aber dann haben die ja nochmal richtig krass gezündet. Das war nice. Also vielleicht finden wir den ja noch. So, guten Tag. Bleiben Sie mal kurz hier stehen. Wir haben doch jetzt noch unseren eigenen kleinen Böller. Und zwar der Paul Luton. Ja, Leute, für die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Ich wurde hier tatsächlich drin verewigt. Aber warte mal, wir können die ja auch festfrieren. Weil ich als einer der ersten Leute das Spiel gespielt habe. Und damals war es noch eine Demo, weil das Game wird auch nur von einer einzigen Person programmiert. Und der wollte sich damit letztlich bedanken. Was ich auch sehr, sehr cool finde. So. So, Jungs. Ja, das sieht doch gut aus. Dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1, Zündung. Und weg. Oh. Alter, Junge, aber ich glaube, das war dieses Mal. Kommt da noch was? Nee. Alter, wie verraucht hier plötzlich alles ist. Hier sind ja... Ah, nee, ich glaube, die wurden gezündet, weil die so in der Luft schweben. Alter, ja, okay, den hat's komplett zerlegt. Aber da geht noch was, Leute. Komm, wir wollen jetzt nochmal hier... Ey, ich fand die mega krass, diese 2021-Dinger. Die benutze ich jetzt hier nochmal als kleiner Abschluss. Weil du denkst bei denen, es ist alles vorbei. Und es ist so ein bisschen, ja, ganz entspannt. Aber dann zünden die nochmal. So, genau, das ist so, ja, es ist krass. Aber jetzt gleich. Und? Jo, alles klar. Oh ja, aber oh, da hinten sind die. Oh, vorsichtig, Tankstelle. Ja. Boah, was? Wo war das denn jetzt noch? Ich bin nicht zufrieden, Leute. Ich bin mit der Zerstörung von dem Ding. Da muss doch noch mehr gehen. Shotgun? Naja, die sind zu klein. Nehmen wir mal den klassischen Doom-Boom. Weil der hat, glaube ich, eine richtige... Also der ist zumindest sehr laut. Wir werden ihn so ein bisschen auch mit ein paar Raketen, mit dem Slammer. Wir legen die auch mal ruhig alle ein bisschen auf den Boden. Das ist schon in Ordnung. So, Clickspeed. So, dann noch trotzdem mal ein paar Batterien. Ganz klar, ein bisschen Bescheid. Dragon Batteries auch nochmal drauf. Und dann zünde ich jetzt mal hier ein bisschen was. Okay, und weg. Oh Gott, oh. Als ob, da ist das Ding hochgeflogen. Aber das kann es doch noch nicht gewesen. Oh, scheiße, das Haus brennt. Ui. Oh. Oh. Kann der nicht weiter kaputt gehen? Ich glaube nicht. Oh. Ja gut, das war ich nicht. Ich werde das ausprobieren, Leute. Ob der noch weiter kaputt gehen kann. Und zwar, indem ich hier vorne den Willi spawne. Zack. Entschuldigung, kann ich hier mal kurz rein? Hier mit dem größten Böller der Welt. Nehmen wir mal mit. Müsste ja praktisch hier... Ja, natürlich. Na klar. Ich packe den hier rein. Dann packe ich das Auto. Boah, das können wir gleich nochmal mit dem richtigen Auto machen. Nee, kommt, Leute. Scheiß auf das Ding hier. Wir packen das Auto
hier rein, während der größte Böller der Welt da drin ist. Naja, oh, Vorsicht. Ja, es muss aber schon... Ich pack das mal raus. Der hat sich ein bisschen verkeilt. Ja, was ist das denn jetzt hier für ein Mist? Sag mal, der steckt in dem... Ah, nee, so geht's, glaube ich. Ja, so ist okay. Dann packen wir hier noch ein paar 20-21er rein. Nee, wir nehmen noch mal der Beehive. Beehive, wir müssen da hier aber noch mal rauskommen. Ah, nee, warte mal. Ich muss ja auch da noch ran. Ja, guck mal, ich komme hier nicht an diese Böll... Doch. Brennt es? Es brennt! Nein! Ich kann nicht... Oh Gott! Raus, raus! Oh Gott, oh Gott! Oi. Ja, aber... Ne? Bin ich enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich weiß nicht, ob das Ding hier ein bisschen geschützt wird. Da muss doch so ein Doom-Boom. Mal gucken. Okay, die Dinger wurden jetzt so ein bisschen gezündet. Ah, sieht schon geil aus. Aber nee. Oh. Nee, die können nicht so richtig weggesprengt werden. Haben wir denn? Ja, hier ist doch noch ein wunderbarer LKW. Das muss ich sagen, ist bis dato mein absoluter Favorite. So, da gucken wir mal. Oh, nee, bleiben Sie mal bitte stehen. Hey, wenn wir einfach alles vollklatschen, Alter, wir werden den kompletten LKW mit Sachen füllen. Dann haben wir oh ja, Alter, ein paar Propantanks. Einfach komplettes Gas. Oh ja, das ist doch schon mal gut. Dann natürlich auch ein paar Raketen, der Worldstopper. Aber es darf auch nicht zu viel sein, weil ab einem bestimmten Punkt rastet das Spiel auch einfach komplett aus. Weil dann laggt es halt einfach nur noch. Ja, aber ich glaube, das ist schon mal was Gutes, was wir hier haben. Nochmal ein paar... Nee, wir machen eine andere Batterie diesmal. Hier, die Amis. Die Amerikaner wissen doch bestimmt auch, wie man so ein bisschen... Okay, wir machen es scheinbar doch ein bisschen bis oben hin. Alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, zünden wir und wir machen mal zu. Ah, okay, geht nicht. Doch, als ob. Oh, Alter. Boah. Mr. LKW? Er ist noch da. Junge, aber er hat nichts mehr. Weder Rede, aber wenigstens wissen wir noch, wo er ist. Was ist denn hier hinten alles los? Oh, ist hier irgendwas drin? Nee, ich dachte, hier in dem Laden wäre vielleicht auch noch eine fette Bombe. Ja gut, dann werden wir jetzt aber mal hier den Wagen. Ja komm, Alter, die Tankstelle wegzusprengen ist schon immer extremst geil. Die Criminals. Oh, Criminals hört sich gut an. Schön ein bisschen was voll machen. Und diesmal würde ich ganz gern eigentlich weiter weggehen, dass man das alles so ein bisschen mehr genießen kann, wisst ihr? So von oben runter. Ja, meine, die Paul Lutens, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, nicht zu viel. So, zünden. Und jetzt aber ganz weit weg. Hopp, 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 hopp. Am besten nach da oben, dass wir das noch hier oben... Alter, ob hier ist das... Hier sind die Reste von dem einen LKW. Oi. Yo. Als ob, guckt euch das an, yo. Alter, jetzt sind hier aber nochmal irgendwelche Dinger gestartet. Alter, ist das krass. Aber ich hatte das Gefühl, dass die... Ey, das ist eine Ding, bis nach hier hinten geflogen ist. Ach doch, es gab hier schon die Detonation. Ja, und der Wagen kann wohl nicht weiter als in die Einzelteile weggesprengt werden. Also wir haben die jetzt... Ja, wir haben eigentlich... Haben wir jeden Wagen hier erwischt? Hallo? Hat noch irgendjemand in die... Alter, ein Baumhaus. Kann das kaputt gehen? Warte. So, Jungs. Ihr kleinen Paul Lutens. Wir haben hier die Aufgabe, ein Baumhaus zu sprengen. Weg, 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 weg. Mal gucken, ob das wirklich explodiert. Weil durch die Sprengkraft müsste es eigentlich weggefetzt werden. Oh. das war ich nicht. Tut mir leid, ich repariere das. Hier ist noch ein Auto? Hier, was ist denn mit Mr. Beast? Hat Mr. Beast ordentlich was zum Wegsprengen oder was? Den haben wir, glaube ich, auch noch nie ausprobiert. Oh ja. Ja, kurz, aber knackig. Damit haben wir den auch weggesprengt. Ast rein. So, bei der Kirche. Die haben keine Autos. Nee, ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft. Jawohl. Die Herrschaft der Autos ist vorbei. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen, gemütlichen Runde vom Böller-Simulator. Beim nächsten Mal werden wir, glaube ich, zu dem Bauernhof springen. Und zwar hier, da, Ranch. Ranch ist ja sowas wie ein Bauernhof. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare für weitere Vorschläge, was wir noch so wegsprengen oder sonst was, was wir so machen können.
gerne in die Kommentare und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag, Leute. Schaut gerne auch in die Videobeschreibung. Dort ist noch der Shop verlinkt. Ansonsten sind jetzt hier auch noch Videos. Ihr wisst Bescheid. Danke sehr fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.